So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu FIFA. Wir machen heute weiter mit unserer kleinen Karriere, mit unserem selbstgestellten Verein. Und ja, Spieltag Nummer 4 steht, glaube ich, meines Wissens jetzt an. Und jo. Na dann, auf geht's. So, dauert jetzt natürlich wieder einen kleinen Moment. Oh, dann geht es schon wieder weiter mit dem Pokal. Also, es geht jetzt Schlag auf Schlag irgendwie mit den Pokalspielen. Newport County heißt der Gegner. Das ist der Tabelle 16. und da wollen wir natürlich gewinnen, damit wir wieder den nächsten Schritt nach oben machen können. Das heißt, ich muss wieder ein bisschen rotieren. Gut, dann werde ich so rotieren. Gut, dann gehen wir mal rein ins Match. Es hat aber nichts mit. Es hat damit dazu auf jeden Fall, dass die Spieler nicht ganz fit sind und zu 100% fit sind. Ja. Jetzt gleich weiter. Na dann, auf geht's. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Wolfsburg und Frank Buschmann bilden heute wieder das gewohnte Kommentator des BAM. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Es deutet alles auf ein klasse Spiel hin. Eine bessere Partie hätten wir uns nicht aussuchen können. Da ist alles drin. Mit dieser Aufstellung gehen die Football Friends in die Partie. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Genau so ist es. Und deswegen haben wir gesagt, wieder ein bisschen rotiert. Kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Sehr flexible Formation heute bei Ihnen. Ne? Ja, ein 5-3-2, also erstmal ein Riegel hinten und dann umschalten. Und da sind die Außenverteidiger gefragt. Hier ist heute richtig Stimmung in der Bude. Ist ja auch nicht immer so. Fußballatmosphäre pur. Na dann, auf geht's ins Match. Hier. Und los geht's. Spieltag Nummer 4. Hey, 5. Das ist Zeit. Na dann, schauen wir mal, ob wir hier einen guten. Für die Gastgeber wird es heute wohl darum gehen, den Abwehrriegel der Gäste irgendwie zu knacken, Buschi. Ja, aber das wird nicht leicht. Sie sind defensiv. Ah ja, da war es. Und das könnte gefährlich werden. Ja, er sagt er, okay. Aber heute jetzt nicht wieder so ein frühes Gegentor. Wir haben jetzt in das der war jetzt in drei, vier Spiele. Richtige Entscheidung der Schiedsrichterin. Schiedsrichterin? Haben wir weiblichen Schiedsrichter? Nee, wir sind Birnen. Okay. Super also, Freistoß, aber kein nein. Tor. Egal. Ach, schade, der wäre fast drin gewesen. Wartet, wäre jetzt ein bisschen. Die Football-Fans auf außen, der Platz wäre jetzt vielleicht da. Das ist die Chance. Da yes. Ist das erste Tor und
und das Spiel geht richtig gut los. Ja, so kann man endlich mal wieder eine sehr Führung. Interessante Partie zu werden. Und jetzt immer mal wieder frühe Gegentore kassiert. Jetzt kann man auch selber machen. Der passt dann. Der will ihn da noch stoppen. Das ist eine sichere Bude. Smart. Krass. Sechste Minute, das 1:0 für unsere Truppe. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ja, schön. Gut geholt, aber der Abpraller geht lange wieder beim Gegner. Sie müssen schneller spielen, dann können Sie die Defensive überraschen. Super Aktion. Die Idee war nicht schlecht, aber auch wieder hier. Und wieder Pass. Ja, noch nichts. Ah, gut durchgesetzt da. Ah, das sieht gut aus. Schöner Trick gemacht. Kann er was draus machen? Chance. Da passt der Klasse. Gregory. Die Szene eben, also den Ball muss er erstmal halten, hat er klasse gemacht. Ja. Gefährliche Szene. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Es war kein Abseits, es hätte gezählt. Der hätte gezählt, der Ball. Also der Treffer, wenn der gefallen wäre. Ja, es ist ein bisschen viel zu viel vom Gegner. Klasse Tackle hier. Ja, könnte was werden. Boah, das könnte was werden. 2-0. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Schade, nicht. Ja. Nee, war okay. Ah, das muss er besser. Das ist, das gelb gibt, gelb ist die richtige Entscheidung. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war es. Das ist in Ordnung. Nein, nein, alles gut. Aber ich habe nicht zu diskutieren. Das war ein Foul und gelb war in Ordnung. Und damit passt es dazu. Direkt wieder zurück. Da ist der Ball weg. Schön gelöst, ja. Ah, schade. Ich dachte, ich krieg den da irgendwie durchgesteckt. Den Ball kann er abfangen. Ah, da passt er nicht auf. Nicht gut verteidigt. Die Chance jetzt. Was für eine Aktion. Oh. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was nicht das 0:3. Ah, das war der Verteidiger hier, der hätte auch anders ausgehen können, der hätte nämlich auch reingehen können. Jetzt Eckball. Da kann er klären, gut aufgepasst. Cunningham. Tolles Dribbling, da sind sie alle machtlos. Ball geht weit vorbei, kein guter Kopfball. Wissen Sie auch, da hat kaum was gestimmt bei dieser Aktion. Schade. In Sachen Ballbesitz sind die Gäste hier die bessere Mannschaft. Aber wo bleibt die echte Torgefahr? Wo bleiben die Chancen? Trotz der Überlegenheit haut es nicht hin. Da müssen sie besser werden, wenn es keine Niederlage geben soll. Sie suchen die Lücke. Er kann sich durchsetzen. Nee, das war einfach nicht gut genug.
Eigentlich war es anders geplant, aber es funktioniert auch so. Wir haben immer noch den Ball. Und kein Tor. Das gibt's doch nicht. Das war eine Riesenchance. Schade. Ah, schade, ich dachte, ich komme da noch vorbei. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Viel Verspannung. Oh, schöner Tritt da. Er hält diesen Ball. Sensationell. Kurze Ecke. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Tolle Parade. Und dann ist Pause. Das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. 45 Minuten sind rum, es steht 2:0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben. So, dann geht es jetzt weiter mit der gleichen Halbzeit Nummer 2. Weiter geht es jetzt in dieser Partie. Wir haben eine Führung für die Football Friends. Mal sehen, wie sich dieses Spiel hier noch entwickelt. Guter Pass, das könnte schon. Und so kann man es auch machen. Ein simpler Einwurf, 3-0. Wir schauen uns die Wiederholung noch mal an. Er zieht da an seinem Mann vorbei. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Können Sie jetzt eine schöne aufgepasst dazwischen gegangen. Das war ein bisschen zu locker. Bisschen zu. Die Spekulation, ob er bleibt oder nicht, die sind beendet. Er hat sich entschieden, er wird den Verein wechseln und sich einer neuen Aufgabe stellen. Riesentalent, das ist keine Frage, der wird es an die absolute Spitze schaffen. Und wer sich seine Dienste sichern kann, darf sich glücklich schätzen. Da hat der Torwart gar kein Problem. Lingley. Ball bleibt im Spiel. Schöne Aktion. Den ersten kann er nicht mitnehmen. Klasse Volley. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Zu 0. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist ja, da war nichts dran, der Keeper. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Super Technik. Super Ball dazwischen. Gross. Guter Pass jetzt. Klasse der gespielt. Den Volley reingehauen und dann liegt er den Augen drüber. Wahnsinn, wie er den noch hält. Hat er den nicht noch gehalten? Tatsächlich. Tatsächlich. Ich glaube, ich hätte ihn drüber gelegt. Schade. Ja, hätte sein können, dass er trifft.
So, jetzt kommt Stokes noch rein. Jetzt haben wir einen gelb-vorbelasteten Mann. Der Trainer geht auf Nummer sicher, er wechselt ihn aus. Das Risiko einer gelb-roten war zu groß. Der hat so richtig gelbe Karte gesehen und jetzt wieder runter, aber das ist nicht, dass es gelb-rot ist. Dann führt 4-0. Was ist das? Ecke kommt in die Mitte. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Ah, schade. Da müssen sie aufpassen jetzt. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Was macht er drauf? Ah, das ist so ein bisschen anders geplant eigentlich alles. Flanke jetzt auf den langen Pfosten. Er ist da und hat den Ball. Hätten wir noch anders lösen können, aber naja. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. So, man hat auf jeden Fall wieder die drei Gutes Punkte Technik. Und hat Bach und Fahrt. Und dann gib ihm. Wir geben den Football-Fans auf den Flügel viele Räume. Nee, da ja, das war ein bisschen zu weit gespielt. Ja, das sieht gut aus. Ja, da sehen wir es wieder. Ja, man kann es ja mal versuchen, warum nicht? Hast du recht, da wäre mehr drin gewesen. Technik. Schön, aber alles weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Technik. Und jetzt geht er weiter smart. Football Friends greifen über Außen, da wäre Platz. Gefährlich jetzt. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Abschluss. Ja, scheitert gerade so ein bisschen das, beim Nachlegen, aber wie gesagt, bei 5-4-0 damit sehr ist es okay eigentlich. Dieses frühe Pressing. Ball verspringt, klar, schwache Ballannahme hier, aber der Druck war auch enorm. Oh, das heißt es. Aus, aber klar, das dürfte gelb geben. Ja, gibt er da gelb oder gibt er da, was gibt er da? Holt er den sich jetzt zu sich, sagt er ihm noch, letzte Mal, dann ist es gut, oder gibt ihm, nee, er gibt ihm direkt gelb. Ja, doch, okay. Kann man so nehmen. Das war stark vom Torwart. Er hat den Ball. Also, Freistoß wird nichts passieren. Ja, zu klar, zu schwach gespielt. Sie kommen über den Flügel. Es gibt. Nee, das kann man fast nicht durchgehen lassen. Ja, aber gerade sagen, es gibt Geld, aber. Gibt vielleicht nicht jeder, aber. Geht es gibt, glaube ich, keine Elfmeter, ne? Ne. Es gibt gerade so auf der Linie noch. Na, normalerweise gehört es dazu, dann wäre es Elfmeter eigentlich gewesen, aber vielleicht fast doch den Ticken noch außerhalb. Und ich hatte eigentlich erwartet, dass es da auf Elfmeter gibt. Naja. So, dann kann ich sie doppelt durchwechseln noch schnell. Gibt da jetzt natürlich leider mal. Ich hoffe, die Port dann tatsächlich noch hier den Ehrentreffer. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Ball. Und so geht's die nicht. Chance auf den Konter. Langley.
Der ist eigentlich Verteidiger. Und das wäre fast ein Lauf durch jemanden ganz anders gewesen, inklusive dem Torabschluss. Aber das ist nicht ganz. Und dann ist es doch, dass wir es hätte höher ausgehen können. 4-0, verdienter Sieg. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugend. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Hat auf jeden Fall funktioniert. So, verdiente 3 Punkte. Und das passt dann. Ja. Wie gesagt, 3 Punkte sind 3 Punkte. Wir haben Menzig gespielt. Ich habe 4-0 gewonnen. Sie haben also unentschieden. 3 Siege und jetzt 4 Siege und unentschieden haben. Und wir haben nur 3 Siege. Wir haben nur die Siege. Ach, Tabelle. Hä? Was ist das für eine Tabelle jetzt noch? Was ist das für ein Pokal? Aha. Wurde mir jetzt gerade was für eine Tabelle? Walsall, Quali und New England. Was ist das für eine? Was ist das für eine? Ach, Papa John's Trophy, okay. Okay. Warum nicht? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gehen wir diesen Pokal an mit dem Sieg. Wir müssen ja schon das erste Spiel gewinnen, weil wer jetzt eigentlich das erste Spiel verliert, der ist schon wieder unter Zugzwang in diesem Pokal, diesem Dreiergrüppchen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge und ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet hier bei Let's Play FIFA 22.